Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Alles klar. Hallo, ist hier gar nichts, Mann. Persönlichkeitsspaltung, Realitätsverlust, was auch immer. Halluzinationen, was auch immer. Alles cool. Das geht doch. Ja. Wir zeigen auf jeden Fall nichts. Und wenn wir irgendwas zeigen, an Symptomen zeigen würden, ja, wäre das gar nichts hier, weil wir sind Desmond Miles und wir können das. Wir gehen mal kurz zu... Wo ist Rebecca eigentlich? Naja. Wir gehen einfach mal kurz zu Sean und sprechen mit dem. Was kann 16 gefunden haben, das so viel Geheimhaltung erfordert? Oh, ich weiß nicht, leider. Lucy glaubt, es ginge um den Kodex. Ich bezweifle das. Bin gespannt, ob es so einschneidend wird, wie 16 glaubt. Scheiße, dürfte ich den Animus benutzen, hätte ich es längst herausgefunden. Stattdessen, wie immer, muss ich hier auf der Ersatzbank sitzen. Oh, und das soll jetzt heißen, was? Was hast du vor? Wer bist du, meine Mutter? Ich habe Hinweise auf Codex-Seiten verfolgt, um zu sehen, ob es noch welche davon gibt. Und? Nichts Konkretes. Eine soll im Archiv der Zentralen Nationalbibliothek von Florenz sein. Ein paar sind wohl bei Sammlern gelandet. Vermutlich Templer. Ich würde hier jemanden losschicken, aber wir haben nicht viel Personal. Wie ist der Codex nach Italien gekommen? Ich meine, ist das ein Zufall? Dante Alighieri, mit Hilfe von Marco Polo. Im Ernst? 1321 ist irgendwas passiert, ja. Nun, ich arbeite noch an den Verbindungen. Aber soweit ich weiß, begegnete Marco Polo den Assassinen beim Besuch Kublai Khans. Und ja, dort muss er den Codex erhalten haben. Und wieder zurück in Italien übergab er ihn Dante. Dante war ein Sympathisant, wenn nicht gar selbst ein Assassine. Tja, ich weiß nicht, was die beiden zusammenführte. Aber ich wette... Wir können es herausfinden. Ich glaube, Lucy möchte nicht, dass wir im Animus herumfuschen. Ja, stimmt wohl. Wir haben genug zu tun. Schätze, meine Neugier wird sich ein wenig gedulden müssen. Ja. Wie bist du hier reingeraten? Die meisten Assassinen sind wie du, Desmond. Ja? Assassinen von Geburt an. Aber ich nicht. Ah, oh, nicht schon wieder. Was? Er hat gefragt. Egal, ich hatte immer schon ein Faible für das Unerklärbare. Es hat etwas Faszinierendes, nicht? Das Gefühl, dass das Leben interessanter und mysteriöser ist, als man uns beigebracht hat. Und dann? Bist du einfach über die Assassinen gestolpert? Nein. Eigentlich habe ich zuerst die Templer gefunden. Abstergo ist eine große Firma. Zu groß. Irgendjemand macht einen Fehler. Wie diese Sache mit dem Fluorid jetzt. Nur, dass ich das schon vor Jahren aufdeckte. Ich muss so 14, 15 gewesen sein. Du wusstest, dass Abstergo den Templern gehört? Nein, anfangs nicht. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Und ich dachte, ich könnte etwas dagegen tun. Habe alles rausgesucht, was ich über die Firma finden konnte und in Newsgroups veröffentlicht, um die Wahrheit zu verbreiten. Um Leute zu suchen, die mir mehr erzählen konnten. Das muss sie aufmerksam gemacht haben. Nun, zum Glück zuerst nur Rebecca. Sonst würde ich jetzt wohl bei den Fischen schlafen. Gern geschehen. Ja, sie wollte mich warnen. Sie sagte, ich hätte mich mit den falschen Leuten angelegt. Und was hast du getan? Ich hielt dich für einen Psycho. Aber jetzt weißt du es besser. Jetzt weiß ich, dass du nur ein bisschen irre bist. In Kurzform. Ich habe seinen Arsch gerettet. Mehrmals. Ich hätte ihn einfach Abstergo überlassen sollen. Sieh an, jetzt spielt sie die Harte. Was ist dann passiert? Ich habe ein Talent, Desmond. Ich denke in Zusammenhängen, erkenne Verbindungen. Wie dein Adlerauge, weißt du? Nur nützlich. Ich bot ihm einen Platz bei uns an. Ja, hast du, ja. Die Alternative? Ein Leben auf der Flucht vor dem mächtigsten Konzern der Welt. Ich entschied mich für das Leben. Da bin ich eigen. Und nahm an. Und seitdem recherchiere und analysiere ich für sie. Das Beste ist, ich liebe es.
Ja, jeder das, was er will. Ne? Noch irgendwas? Wofür ist das? Ich kontrolliere die anderen Teams. Andere Teams? Die Templer haben die Edensplitter mit Hilfe der Karte gesucht, die sie von dir bei Abstergo haben. Zum Glück hat Lucy uns eine Kopie besorgt, also können wir sie verfolgen. Und wie funktioniert das? Bisher ganz gut. Wenn sie auch nur einen der Splitter finden, bekommen wir Probleme. Ah, langsam fällt der Groschen, oder? Darum trainieren wir dich. Sobald du alles kannst, was du brauchst, schicken wir dich ins Feld. Was ist mit dir? Warum bist du nicht draußen? Ich bin nicht da draußen, weil ich andere Fachgebiete habe. Und ganz im Vertrauen. So ist es mir lieber. Aber täusch dich nicht, Desmond. Ich bin durch und durch Assassine. Ich habe getötet. Und werde es wieder tun. Es ist nur, dass ich es lieber nicht täte. Okay. So, jetzt können wir nicht mit dir reden. Nicht mehr mit dir reden. Oh, okay. Reden wir mit Lucy. Lucy, achso, ist da, an ihrem Platz. Okay, alles klar. Ja, mit ihr. Hey, gute Arbeit heute. Bist ein Naturtalent. Danke. Es wird definitiv einfacher. Ich muss sagen, nach all dem Scheiß bei Abstergo ist es schön, mal bei den Guten mitzuspielen. Bei den Guten? Mach dir doch nichts vor. Was willst du damit sagen? Falls du es vergessen hast, Rebecca, wir sind Assassinen. Ich könnte es nachschlagen, aber es bedeutet, wir bringen Menschen um. Nur wenn wir müssen. Man hat die Wahl und wählt zu töten. Ich habe nicht getötet. Nein, noch nicht. Aber was glaubst du, warum wir das alles machen? Glaubst du, Lucy verschafft dir Ezios Fähigkeiten, damit du in Südamerika Schulen baust und Reis an hungernde Indonesier liefern kannst? Was bist du, ein Veganer? Du wärst der erste vegane Assassine der Geschichte. Naja, es ist nicht ideal. Jemanden töten ist niemals einfach. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Manchmal, Desmond, muss das sein, damit sich etwas ändert. Da hat sie recht. Aber bilde dir bloß nicht ein, du hättest keine Wahl. Ich meine, geht es nicht genau darum, den freien Willen zu beschützen? Ja, darum geht es. Ja. Reden wir noch mit Lucy. Sorry, ich wollte keine ganz so große Sache daraus machen. Na, schon gut. Also, wie benimmt sie sich? Die Übersetzungssoftware ist noch zu langsam. Du wirst hier und da etwas Italienisch hören. Tut mir leid. Kein Problem. Die Maschine von Abstergo war auch nicht perfekt. Und die Untertitel sind definitiv ein Plus. Ja, die kannst du nicht bei Assassin's Creed 1 nicht. Ja. Was muss man dazu sagen? Kann man noch mit dir sprechen? Wohl nicht. Gehen wir runter zu Lucy. Lucy Stillman. Ja. Der Untertitel gab es bei Assassin's Creed 1 noch nicht. Erst als Assassin's Creed 2 gibt es Untertitel. Und ja. Gehen wir mal gechillt runter. Hier sind wir nämlich hochgegangen, ganz am Anfang. Ja, und wir sollen ja Lucy unten treffen. Da ist sie auch schon. Los geht's, ne? Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Okay. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Das ist jetzt nicht zu schwer. Ein bisschen klettern. Schadet niemanden. Was ist das? Lucy? Ich sehe Dinge. Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Sicher? Also. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. So. Das ist schön. Ein, zwei Tage und dann bin ich fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt.
Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten oder gegen Ende, er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Okay, machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob das letzte ist, aber... Ist es das letzte? Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich dich auch. Ja. Desmond macht dir schon einige Frauen klar. Kann man hier eigentlich irgendwas finden? Nee, okay, kann man nicht. Sieht komisch aus. Naja, was soll's. So, ich geh mal mit dir. Was ist das? Fuck. Das sind jetzt aber schon länger als 30 Sekunden, ne? Oder? Ey, das ist doch die, die sich als Robert de Sable verkleidet hat, oder nicht? Das ist doch die, oder? Oder täusche ich mich gerade? Also ich hoffe nicht, aber... Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter Ir. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Nee. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Doch. Wieso träumst du? Das muss ein Ziel sein. Wieso träumst du bitte schön von Altair, wie er sein Ziel verfolgt? Aber das gute alte Akon kennt man ja noch. Okay, wer bist du? Du bist auf jeden Fall ein Templer. Das sieht man auf dem Rücken von dir. Okay. Da oben müssen wir wohl hoch. Okay, gut. Und hoch da. Okay. Was soll das? Warum Ezio? Warum Alter Ir? Okay, wir sind gleich oben. V-
Wie hieß die Frau nochmal, die sich als Roberta Sable verkleidet hat? Maria oder so? Ja, ne? Also ich weiß natürlich, was kommt, aber ich tue es jetzt mal nicht verraten. Okay, also da ist sie. Und dahin müssen wir auch. Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Ja, ja. Altair der Charmeur, Ezio der Charmeur, Desmond der Charmeur. Ganze Generation Charmeur. Oh Mann. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Aber hallo. Aber hallo. Ja. Jedenfalls ist das nicht normal. Und die Halluzination hat auf jeden Fall mehr als 30 Sekunden gedauert. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, es tut mir leid für das letzte abrupte Ende, denn, ja, ich muss sagen, mein PC ist abgestürzt und Gott sei Dank macht er dann noch, Gott sei Dank hört er dann da auf, wo er abgestürzt ist. Ja, das heißt, etwa 3 Sekunden fehlen jetzt noch von dem einen, jetzt hier noch. Das tut mir wirklich leid, also, ist eigentlich nur passiert, dass, wie gesagt, Rebecca kam ja rein und hat ja gesagt, tut mir leid, sie stören muss und so weiter, ne, muss aufstehen und so. Und dann steht er auf, hat er ja gesagt mit den komischen Träumen und so. Und dann steht er auf und geht halt ins Arbeitszimmer quasi und ist dann dort und naja. Und Sean fängt an zu reden, ja. Also, es tut mir wirklich leid, ich habe einen scheiß PC im Moment, aber naja, was soll man machen, ne? Ich lasse das jetzt noch zu Ende laufen, ich mach gleich Schluss. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Okay, da hat man jetzt gerade vielleicht noch mal von meinem PC ein bisschen in-game-Sound gehört. Das ist auch ziemlich doof. Egal, ich spreche jetzt noch mal kurz mit denen. Das wird jetzt vielleicht ein 5-Minuten-Video. Okay, mit dem kann ich nicht sprechen. Vielleicht mit Lucy noch. Oder mit Rebecca. Ne, mit Rebecca kann ich auch nicht sprechen. Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch 2 Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden? Was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Ja, ja. Chill. Wirklich, mir geht's gut, ganz ehrlich. Sorry, Desmond, ich muss die Berichte archivieren. Okay. Der kann man hier, wie gesagt, nicht reden. Damit es wenigstens 5 Minuten sind oder so, werde ich jetzt noch in den Animus steigen. Ey, das ist echt nervig mit dem PC. Ja, Aktion, Uplay-Aktion beendet. Ich hoffe, dass mein PC das jetzt durchhält.
Der echte 5 Minuten oder so. Republik Florenz. Florenz, scheiße, Venedig. Die erlauchteste Republik, Venedig, 1481. Ja, sieht schön aus. Das ist die Rialto-Brücke. Jo, perfekt. Ich werde jetzt gerade mal den einen Aussichtspunkt machen und dann höre ich auf. Ja, ich hätte ruhig mal nach Monteregioni gehen können und mir da ein bisschen Geld. Aber das ist jetzt auch kein Problem mehr. Exzessives Trinken am Ruder. Ist klar. Ja, ist klar. Spinnen die Venediger. Die Venezianer. Venediger. Ja, Venediger. Nein, die Venezianer. Die spinnen ja. So. 40 von 73 Aussichtspunkten. Somit werden wir jetzt mal speichern. So mache ich jetzt mit euch mal. So, eigentlich immer mache ich das mit euch. Übrigens, also, da habe ich jetzt 5 Minuten geredet. Wow. Also, ich verabschiede mich dann von euch mit einem guten Schuss. Das war Assassin's Creed 2 mit The Firestorm LP. Ja. Wenn es euch gefallen hat, abonniert. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bitte. Gebt einen Daumen hoch. Kommentiert. Abonniert, wenn es euch wirklich gefallen hat und noch mehr von mir sehen wollt. Ja, ich habe mit 25 Abonnenten, darauf bin ich sehr mächtig stolz. Ja, entschuldigt, ich habe im Moment einen scheiß PC. Das wird aber besser demnächst. Ich warte nur noch darauf, dass halt die Teile auf Lager sind bei MyTractory. Und dann werden die Teile versandt. Das ist voraussichtlich in 1-2 Wochen. Ja, und dann kann ich gut rendern in einer halben Stunde etwa circa, ne? Und dann kann ich gut rendern und dann seid ihr auch glücklich und dann kann ich viel mehr Content bringen als jetzt. Hoffe ich zumindest. Denn das Rendern dauert im Moment jetzt 2-3 Stunden. Immer, kommt drauf an, wie lang das Video ist. Und das Hochladen dauert auch nochmal 2 Stunden. Das mache ich immer alles, während ich in der Schule bin. Wenn ich in der Schule bin, dann tue ich immer 4 Parts hochladen. Tu die dann auf privat stellen und dann immer einzeln dann immer, und dann wenn ich Zeit habe gerade immer auf off öffentlich stellen. Und beim Rendern ist es genauso, wenn ich mal ein Video rendern, wenn ich mal nichts zum Hochladen habe. Aber ich habe noch genügend Material, ich nehme jetzt ein bisschen auf, damit ich beim PC dann mal richtig so was zum Rendern habe. Ja, sag ich jetzt mal. Nehme ich jetzt richtig viel auf. Und dann wird das auch gut hochgeladen, hoffentlich dann. Vielleicht, also eine neue Internetleitung wird leider nichts raus, also eine bessere. Ich hab eine ziemlich scheiß Bambusleitung. Und naja, man sieht sich, das sind jetzt meine 7 Minuten jetzt noch dran gehängt. Ich warte jetzt noch kurz bis die 7 Minuten, also es sind ja noch 15 Sekunden, bis 7 Minuten durch sind. Ja, also ich verabschiede mich von euch, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr es guckt. Schöne Nacht, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen restlichen Tag, schönen Nachmittag und so weiter. Wie gesagt, auf Wiedersehen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Assassin's Creed 2 oder bei Far Cry 3 oder bei einem anderen Projekt. Mal sehen. Bis dahin. Ciao.